Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus mit Bielefeld und mir, dem Trainer MG Muss mit. So, wir dürfen mal wieder unsere Jugend trainieren. Das machen wir auch. Jamison kriegt heute ein Training. Chancenerarbeitung kriegt er heute. Ist einfach so. So, dann natürlich Außenverteidiger, Demesenes. So, den müssen wir noch ein bisschen pushen. Der ist 18, also... Also das ist natürlich dann schon blöd, wenn er 18 ist. Aber er hat halt Potenzial. Das muss man einfach mal nutzen. Den kriegen wir schon noch hoch. Und als Ersatz, als Linksverteidiger ist er nicht schlecht. So, Kessel kriegt heute wieder mal ein bisschen das gewisse Etwas. So, Ballbesitz halten. Ist gut für ihn. Also, So, Mittelfeld. Mittelfeld. Avdijaya. Keine Ahnung. Kriege ich nicht. So, Dribbling-Parcours kriegt er. Und Mittelfeld. Gosenes kriegt auch noch mal was oben drauf. Er kriegt ein Ballbesitz halten. Und simulieren. Ich bin gespannt, was bei rumkommt. Und Jamison macht hier ein F. Das ist nicht so geil. Aber die anderen pushen hier schon mal gut. Die Mesines hat die 50 erreicht. Das ist zumindest schon mal gut. Kessel hat die 57 erreicht. Avigi. Nenne ich ihn jetzt. 58. Joa. Ja, Gosenes passt. Training beenden. Alle tutti. Wir haben was im Büro zu stehen. Was haben wir? So, nee, Oh. Ich weiß, dass ich keinen sicheren Platz in der Startaufstellung habe. Ich würde aber trotzdem gerne öfter spielen. Ja, ist klar. Dennis Mast. Na. Ja, kann man mal drüber reden. Muss mal. Ich muss ein bisschen mehr rotieren. Noch ein bisschen mehr als sonst. Also, wäre vielleicht besser. Gescoutete Spieler. Folgende Spieler wurden von anderen Vereinen abgeworben und haben deren Jugendakademien unterschrieben. Ja, okay. Kann ich nichts machen. Muss ich einfach mal zugucken. Ist einfach mal so. Oh, wir haben ein Montagsspiel. Ist ja schön. So. Nein! Ich hätte noch können. Aber naja. So, aktuell ist aus Chile. Wieder kein Linksverteidiger dabei, ist klar. Monatliches Scout-Update. Ja, der geht. Wo geht er denn hin? Also es wären 82er. Rechter Flügel, würde ich fast sagen. So, ein Monat. Ein Torwart mit 89. Ja, ist ja interessant. Der könnte eine 89 entwickeln. Ui, du wirst ja ein Spitzenspieler. Nö, nicht wirklich. Oh, der Traum aller Linksverteidiger. Den muss ich fast. Spieler verpflichten, bitte. Danke. Oh, noch einer. Der Wahnsinn. Naja, aber der andere war besser und jünger. So, noch einer, der nur einen Monat hat. Naja, nicht so gut. Deswegen weg damit. So, nächstes Scouting-Update. So, eine 74. Eine 71. Eine 81. Naja. Wenn, dann picken wir uns die Premium-Stücke raus und nicht irgendwas, weil es bringt uns effektiv auch gar nichts, wenn wir uns alle nehmen. So. Wir motivieren unsere Jungs wieder. So, ich habe ein... Was? Ach so. Okay, ein paar Spieler. Naja, nichts dabei. Schriffler, ich habe die geplante Aufstellung fürs nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ich habe in letzter Zeit gut gespielt und würde gerne weiterhin eingesetzt werden. Ja, ist klar. Verstehe ich vollkommen. Und du hast auch wirklich gut gespielt. Bin ich ein bisschen in der Bredouille. So, aber egal.
Oh, Düsseldorf hat nochmal gepatzt. Finde ich ja schön, was ich gerade so in der Tabelle vernehmen kann. Wir dürfen auf jeden Fall gegen Sandhausen spielen. Das ist schon mal gut. Wir können uns ein bisschen absetzen, wenn wir heute gewinnen. Hätten wir eine 4-Punkte-Führung, wenn wir heute gewinnen. Wäre schön. Oh. Und wir dürfen gegen den Letzten in der Tabelle spielen. Also das ist dann natürlich fein, wenn wir heute gegen den Letzten spielen dürfen. So, und auf jeden Fall gehen wir erstmal ins Teammanagement. Jamison und Klos, die bleiben natürlich gesetzt. Kessel, der muss noch ein bisschen gefördert werden. Muss einfach schlicht und ergreifend. So, Perez geht raus. Hemlein kommt. So, Lang lasse ich heute noch mal auf der Bank. Bringe ich wirklich Schrifle, weil der einfach momentan den Drang hat zu spielen. So, Schuppan passt. Dem geht's gut. Gegen Burmeister bringe ich heute Horing. Und ja, Salga wäre ja auch noch am Start. Bringe ich heute für Brüner. Also ein bisschen mehr Umstrukturierung kann man sich ja definitiv leisten, wenn man ja heute mal gegen den Letzten spielen. Also ist einfach so, weil wenn man schon Dominanz irgendwo hat, dann ja, kann man auch mal mit einer anderen Truppe aufwarten als jetzt sonst immer. Das Skillspiel mache ich heute wieder mal nicht. Erstens, weil es immer einen Haufen Zeit kostet und zweitens, naja, nicht immer so spannend ist. Und wir wollen halt immer direkt in die Partie. Wir sind daheim gegen Sandhausen. Erster gegen den Letzten in der Tabelle. Also David gegen Goliath. Ich hoffe mal, dass es kein biblisches Ende für uns nimmt, sondern wir gewinnen. Also dass Goliath heute gewinnen und nicht der David. Ja, schön Junglas, sauber dazwischen. Sauber, Junglas nochmal. Jamison geht da. Oh, schön, aber da sind die Sandhausener dazwischen. Kann man ja mal bringen. So, Hemmlein bringt die Ecke. Kopfball drüber. Schade. Hemmlein ärgert ein bisschen, aber ärgert sich ein bisschen, weil die Ecke echt geil kam. Und dann wird da kein Tor draus gemacht. So, Jamison. Jamison. Oh, kann hier trotzdem abziehen. Hat sich da gut durchgesetzt in der 6. Minute. Wow. So, nächste Ecke. Hemlein. Zu nah an den Torwart. Schade. Kann er natürlich wegfausten. Aber der Druck passt gut. Wir setzen uns gut vors Tor. Der Sandhausener. So soll man das eigentlich sehen oder wissen. Oder so sollte es eigentlich sein, wenn man einfach Erster ist und gegen den Letzten spielt. Bis jetzt sieht es gut aus, aber die Sandhausener suchen sich natürlich auch Lücken und Wege und Möglichkeiten, uns vielleicht ins Straucheln zu bringen. Das wäre natürlich eine Sensation. Es würde vielleicht für den Schlussspurt nochmal pushen. So, Junglas. Ah, oh, geht hier gut durch, aber na, er kann halt nicht abziehen. So, Einwurf für uns. Kessel wirft hier, wow, sehr aggressiv. Schuppern an. So, schön auf Jack. Oh, schön Richtung Jamison. Verteidiger hat sich aber richtig entschieden und ja, macht hier dann einfach das Beste draus. So, Kessel. Kessel. Oh, wieso? Oh, der drückt den noch rein, sauber Jamison. Alter. Da wollte ich mit Kessel einfach mal abgehen zu Jamison und ja, es hat sich sogar gelohnt. Man glaubt es nicht, erst an die Latte und dann drückt er den noch irgendwie rein gegen die Sandhausener. Ist nicht unbedingt ein schönes Tor, aber ist doch egal. Alter, es ist wohl sein schlechter Fuß, der linke. Ah ja, da kann das schon mal passieren. Also der muss seinen schlechten Fuß eigentlich noch trainieren.
Vielleicht kommt es ja noch, dass er das irgendwie noch besser in den Griff bekommt mit seinem schlechten Fuß. Aber zwei junge Spieler hier in einer wunderschönen Zusammenarbeit. So, Schuppan. So, Kessel läuft hier Premium über den linken Flügel. Zieht hier auch nochmal rein. Zieht wunderschön rein. Kann abziehen. Schöner Schuss, aber die Reflexe des Torwarts wie eine Kotze. So, Hemmlein mit der nächsten Ecke. Die kommen schon wieder zu nah. Oder Butz, drin ist er. Wer war der Kopfballschütze hier? Jubel mal für mich. Ah, ich habe es jetzt leider nicht gesehen, wer es war. Aber hier, schöne Ecke, schöner Kopfball. Und da ist er einfach mal drin. So, Bernd wieder. Zweites Bundesliga-Tor. Also der sagt wirklich, hallo Trainer, nimm mich öfters her. Ich hab's verdient. Ja, wir haben mittlerweile schon 6 Schüsse aufs Tor abgegeben. Innerhalb von 22 Minuten. Kessel holt sich wunderschön den Ball. Ah, shit, da kommen wir nicht durch. Hilft nichts. So, aber wir setzen den Druck weiter an. Und ja, wieso nicht? Wir wollen halt noch ein paar Tore schießen. Vielleicht können wir auch den Torwart heute wieder wechseln. Wenn wir früh weit in Führung stehen. Da kann man dann noch mehr junge Spieler bringen und diese fördern. So, Bernd auf Schrifler. Schrifler sieht die Lücke, kann zu Klos geben. Komm, Klos, zieh mal, zieh durch. Ah, da setzt sich der Verteidiger noch dazwischen, dass Klos hier diesen Ball nicht versenken kann. So, Flanke kommt. Butz an die Latte und abseits. Okay. Schade. Da ärgert sich Klos natürlich wahnsinnig. So, das war aber... Hallo? Das war ja so gut wie nix. Aber naja. Abseits ist abseits. Egal wie knapp es ist. Es ist einfach mal abseits. Aber schön, dass sie die Linie wieder eingeführt haben in FIFA 16. Ein bisschen im 15er aufgeregt, dass man das nicht sehen durfte. So, der war nicht so gut. Sauber, schön abgenommen. So, Jamison läuft Premium. So, er kann sich hier nicht mit dem Kopfball durchsetzen. Schade. Kann hier nicht passen. So, Sandhausener kommen hier nicht wirklich hinten raus. Zumindest nicht oft. Ab und zu lässt er sich halt kurz blicken, aber dann ist halt auch schon wieder vorbei. Da sind wir dazwischen Ball und Spieler. Ach komm, das war doch kein Foulspiel. Da gibt es sogar eine gelbe. Okay. Poring hat wohl den Gegner ein bisschen stark umgerissen. Sollte nicht passieren. So. Den haben wir schön geköpft. So, dranbleiben. An den Sandhausenern. Der geht vorbei am Tor. Uiuiui. Also, die erste gute Chance für die Sandhausener in diesem Spiel. Wieso nicht? So, dranbleiben. Ja, schade. Kriegen wir nicht ganz. Also, die Sandhausener wagen es, hier nach vorne zu kommen. Aber wir stellen uns hier hinten auch nicht unbedingt so gut an. Alter, gut, dass wir den noch irgendwie hier rausgebracht haben. So, Jungglas. Jamison läuft da hinten rum. Ah, shit, da kriegen wir nicht mehr. So, Pässe bringen wir 80% durch. Könnte besser sein. Auf jeden Fall. Sandhausener machen es gut, machen 90. Aber die spielen sich halt auch hinten rum. Hinten rum spielt es sich halt immer ein bisschen leichter. Muss ja so sein. So, Kessel steht hier super. Spielt auf Jungglas. Aha, der den Ball verliert. Was soll denn das da? Kommt jetzt zur Übermut, weil wir 2-0 vorne sind. Hier zur Halbzeit jetzt. Oder fast zur Halbzeit. 3 Minuten Nachspielzeit haben wir ja noch. Aber die ticken runter. Erbarmungslos. So, Jamison wird losgeschickt. Der kann hier laufen. Wenn er laufen kann, ist er glücklich. Wenn er laufen kann, ist er glücklich. Oh, da fällt der Klos vom Fuß. Da fällt er. Elfmeter. Ja. Den darf natürlich Klos treten.
Links oben in die Ecke. Den hat er. Mensch. Da vergeben wir den Elfmeter. Naja, Halbzeit. Schade. Ist ein bisschen blöd, aber naja, kommt vor. So. Gut. Wir machen es. Bringen wir unseren jungen Torwart, also ein bisschen jünger, die ganze Mannschaft aufstellen. Und ja, ich bringe Hober noch in der zweiten Hälfte. Also dann ist es jetzt die jüngste Möglichkeit, was ich momentan habe, hier aufzustellen. Und eine Einwechslung haben wir ja noch für Notfälle oder für eventuelle ja, Neuorientierungen. Aber wir werden sehen, ob wir sie brauchen. Ob jemand platt wird. Oh. Ah, war ein Versuch wert. Hätte vielleicht die hohe Variante besser geglückt. Ja, heute ist so ein Spiel. Heute kann man mal was austesten. Und das machen wir einfach mal munter. Ah, den hat Renen. So, schön zu Jamison. Ah, schade. Sandhausen steht immer noch relativ gut hinten. Man glaubt es nicht. Bei einem 2-0 Rückstand. Also die wollen, glaube ich, nicht vorne rauskommen. Und hier nach vorne wirklich Gas geben. Oder denken sich, ja, die paar Chancen, die wir haben, die werden wir jetzt nutzen. Und hier den Auftrieb gewinnen. Ja, schönes Dreieckspiel, aber ein gefährliches Dreieckspiel. Oh, shit. Der war nix. Der Pass. So. Oh, da stehen sich die Sandhausener selber im Weg. So, schön zu Bernd. Bernd bringt die Flanke. Wer steht da? Hober! Oh, zieht er vorbei am Tor. Diesen Ball. Ganz schade. Aber naja, kann man nichts machen. Kommt halt mal im Eifer des Gefechtes, kommt das mal vor. So. Alter! Oh, wie der Jamison vom Boden oder von den Füßen geholt wurde. Das war ja nicht mehr schön, aber absolut nicht mehr. Dass das nur gelb ist, da kann Sandhausen echt mal vom Glück sagen. So, Bernd darf diesen Freistoß schießen. 36 Meter sind's. Ah, ein bisschen schwach. Naja, um die Nase. Kommt ja mal vor. So, Kopfball. Wunderbar. Sauber, schön. Oh, komm, ey. Ein Mann hält drei Leute auf. Okay, kann ja mal vorkommen. So, schön dazwischen gewesen. So, Hemmlein. Sieht Klos. Ach komm, und der kommt wieder nicht zum Abzug. Der Wahnsinn. Wie der da immer noch mal irgendwie gestoppt wird. So, da war mal schön dazwischen mit Schriffler. Und ja, da haben wir die Situation pariert. So, Spielaufbau. Oder auch nicht. Gegner denkt sich, nö, gibt's nicht. Ist aus für heute. So, jetzt laufen wir hier hinterher. Kopfballduell gewonnen. Ja, schade. Da wollte ich es einfach mal direkt probieren. Vielleicht ist ja die Lücke groß genug. Wir versauen uns hier gerade sehr viel, was wir hier gerade machen. Naja, kann man nichts machen. Ist halt einfach mal blöd. Wenn es so läuft. Boah, komm ey. Komm am Ball, komm am Hemmlein. Och nö. Naja, schenkt mal Sandhausen eine Ecke. Eine Ecke für Sandhausen. Eine gelbe Karte. Oder? Nee, eine Einwechslung gab es noch. So, schön rausgefaustet von Renen. So, wow. Noch eine Ecke. Haben sie gut rausgeholt. So, wir haben die 70. Minute. Es wird Zeit für die letzte Einwechslung, die wir einfach noch haben. So, Kluge darf auch mal. So, da haben wir aber alles gemacht, was wir konnten. Was wir einfach mal neu ausprobieren konnten und werden und sollen. So, Kopfballduell kriegen wir hin. So, Klos. Ah, schade. Kriegen wir nicht ganz hin. So, schön zu Jamison. Oh. Ach, Menno. Kann ja nicht wahr sein. Also, die Sandhausener kommen immer besser ins Spiel. Also, das sollten wir
knallhart unterbinden. So, Klos. Läuft hier gut. Wird hier wieder gestoppt. Nächster Elfmeter. Der Wahnsinn. So hartes Eingehen. Und die nächste Karte. Eine gelbe. Ja. Jetzt ist Sandhausen schon mal gut belastet. So, Klos. Druckvoller. Hier rechts in die Ecke. Hat er wieder. Alter. Der Wahnsinn. So, Ecke. Hemmlein. Ecke kommt. Ah, der Kopfball war nix. So, Hemmlein kommt nochmal am Ball. So, geht noch ein bisschen rum hier. Geht ein bisschen rein. Ah, schade. Nächste Ecke. So, nächste Ecke. Hemmlein tritt. Ball kommt. Schade. Salger. So, Huber. Huber bringt den Ball. Ah, der war zu weit, zu hoch. Kann man sehen, wie man will. Aber den Ball haben wir wieder. 10 Minuten vor Schluss. Wäre ein bisschen traurig, wenn wir in der zweiten Hälfte kein Tor mehr schießen würden. So, Klos. Der wird hier gut attackiert von den Sandhausenern. Nächste Ecke. 82. So, Ecke, Hemmlein. Ecke kommt. Kopfball. Drin ist er. Putz. 3-0. Wer weiß diesmal? Ich glaube Klos. Ich glaube nur. Oder war es Bernd? Nee, es war schon Klos. Setzt sich da gut durch und macht es einfach Premium. 3-0. Klos wieder ein Tor geschossen. Zweimal hatte er die Chance, einen Elfmeter reinzumachen. Aber naja, Elfmeter-Tore sind ja lame. Deswegen haben wir sie nicht gemacht. Genau deswegen. So, Jamison nicht im Abseits. Jamison. Putz! 4-0. Sauber. Zweimal unser junger Jamison. Ah, wunderschön. Jetzt sieht die Sache natürlich klar genug aus. So wie es sich einfach mal gehört, wenn Erster gegen den Letzten spielt. Hat nur ein bisschen gedauert, bis wir wieder in Fahrt kamen. Da haben wir halt nach der Halbzeit ein bisschen die Gänge runtergeschalten und uns gedacht, ja, das drückt man einfach ganz gemütlich durch. Und ja, jetzt drehen wir halt nochmal auf. Wir sehen, wir haben noch Luft nach oben. So, Schuppern auf Klos. Der sieht Huber. Der zieht ab, aber haut ein Luftloch, weil der Verteidiger auch mal da war. Und sich dachte, nö, nicht mit mir, nicht noch eins. Nicht innerhalb von 10 Minuten 3 Tore. Das wäre natürlich bitter gewesen. Aber so alles in allem passt dieses Ergebnis. Wenn wir jetzt heute noch zu 0 spielen, ist es noch geiler. Aber wir werden sehen. 4 Minuten Nachspielzeit sind noch am Start. Und dann ist Schluss. Oh! Schön weitergeleitet, aber Renen hat den auch Premium gehalten. So, wunderschöne Parade. So, Renen hat den. Wirft den weit zu Klos. So, oh, der war ein bisschen schwach, der Ball. Aber naja, wir haben gewonnen. 4-0 sogar. Ja, Erster gegen Letzten einfach. Da muss man nicht viel dazu sagen. Ich würde mal sagen, war eine schöne Partie und bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder einschaltet und bis dahin, ciao!